Jetzt geht's los. Aktuelles vom SV Rödinghausen wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Spieltag 18 in der Regionalliga West. Rückrundenauftakt in dieser Liga und für den SV Rödinghausen gibt es ein Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück. Eine Partie gegen eine Mannschaft, die ganz dicht dran ist am SVR. 2 Punkte trennen beide Teams, der SC Wiedenbrück auf dem 6. Tabellenplatz. Also eine spannende Partie, die uns hier erwartet. Und die Gäste aus Wiedenbrück hatten hier die erste Möglichkeit des Spiels. Das ist Mohamed mit dem Ball. Der bringt diesen nach außen und dann kommt hier die Flanke hinein. Aber die geht deutlich am Tor vorbei, wird somit nicht gefährlich. Dann der SVR. Hier über Christian Merz, der zu Simon Engelmann, der hier immer noch den Ball behauptet. Simon Engelmann geht hier Richtung 16er, bringt den Ball dann vorher. Aber der geht vorbei, auch an Björn Schlottke, der hier es nochmal versucht im Nachsetzen, den Ball sich zurückzuholen. Dann Wiedenbrück, Hereingabe und dann ist der Ball bei Stipe Batarilo Serdik mit dem Schuss aus der Distanz. Nick Heimann hat den hier sicher. Guter Versuch vom Zehner des SC Wiedenbrück. Erneut die Gäste. Hier mit einer guten Kombination auf der linken Seite, aber der SVR dann dazwischen. Der Ball bei Kunze und dann bei Latkowski, der bringt den hier in die Mitte und da ist dann Björn Schlottke, aber der kommt hier zu Fall. Gibt keinen Strafstoß, geht weiter, aber somit auch keine Torchance für den SVR. Björn Schlottke bekam den Ball hier in aussichtsreicher Position von Simon Engelmann. Erneut abgefangen der Ball hier von Wiedenbrück und dann geht es schnell über die linke Seite, über Marius Bülter. Der hat hier mal ein bisschen Platz, Bülter versucht es hier in den 16er hinein, kommt zu Fall und dann gibt es den Strafstoß für den SV Rödinghausen. Klare Entscheidung für Schiedsrichter Florian Hein und es ist ein Fall für Simon Engelmann, der hier gegen Marcel Hölscher antritt, aber der hält den ersten Ball und der Nachschuss, der geht vorbei. Simon Engelmann hier nicht im Glück und somit nicht die Führung für den SVR. Kurz vor der Pause, wir sehen den Elfmeter in der Wiederholung und Marcel Hölscher, der ist hier zur Stelle und der Nachschuss, der geht dann am Tor vorbei. Und dann war Halbzeit am Wien 0:0 nach den ersten 45 Minuten zwischen beiden Mannschaften. Im zweiten Durchgang dann hier zunächst der SVR, Kacinoglu mit diesem Ball, der zwar erst hier von Wiedenbrück geklärt wird, aber dann Kunze. Der will sich diesen Ball hier zurückholen, kommt zu Fall und es gibt einen Freistoß für den SVR. Nico Kniestock führt diesen aus, bringt den hinein und er rutscht da irgendwie nochmal durch zu Simon Engelmann. Und der Schuss, der geht an den Pfosten der SVR, hier heute nicht mit Glück gesegnet. Dann der inzwischen eingewechselte Tobias Steffen hier mit einem super Ball zu Björn Schlottke. Aber der scheitert hier an Marcel Hölscher. Björn Schlottke mit seiner bisher größten Chance hier im Spiel und einer der größten Chancen auch für den SV Rödinghausen. Dann erneut Kacinoglu mit einem langen Ball nach vorne, Latkowski und dann Tobias Steffen. Jetzt macht das mal alleine Tobias Steffen. Sein Schuss geht links unten am Tor vorbei. Richtig gute Möglichkeit von Tobias Steffen, der hier zum Aktivposten wurde im Spiel des SVR seit seiner Einwechslung. Auf der anderen Seite dann Wiedenbrück. Hier mal mit einem Schussversuch und Heimann, der ist dazwischen. Situation noch nicht geklärt. Geißler nochmal mit dem Nachschuss, dann Kunze dazwischen. Aber immer noch der SC Wiedenbrück mit dem Ball in den eigenen Reihen. Kommt auf die rechte Seite hinaus und da ist die Flanke. Und die wird dann geklärt zur Ecke für den SC Wiedenbrück. Kommt hinein von der rechten Seite. Der Ball rutscht hier lange durch, wird dann aber vom SVR hier herausgeschossen, auf der Linie geklärt von Nico Kniestock. Gute Tat von ihm. Die Gäste, die bekommen dann hier wieder den Ball nach einem Ballverlust des SVR. Und er kommt hier in den Lauf von Antonius Celik. Antonius Celik mit dem Versuch. Aber der geht am Tor vorbei. Glück für den SVR hier in dieser Situation. Auf der anderen Seite dann Rödinghausen auf dem Weg nach vorne. Der Ball kommt dann hier zu Marius Bülter und der steckt hier direkt durch zu Schlottke. Und da ist dann Tobias Steffen, der Ball schon am Torwart vorbei. Aber dann kommt da die Grätsche des SC Wiedenbrück und dann ist die Situation entschärft. Was für eine Möglichkeit für den SV Rödinghausen. Tobias Steffen macht das hier erst richtig gut.
Aber dann ist der Verteidiger noch zur Stelle und verhindert hier das 1:0 für den SVR. Dann Wiedenbrück über Mohamed, der hier immer noch den Ball hat. Mohamed, er versucht es mal aus der Distanz und dann ist der Ball drin. Nechewan Khalil Mohamed. Das ist kurz vor dem Abpfiff. Das ist die 86. Minute und das ist das 1:0 für Wiedenbrück. Das Tor in der Wiederholung. Mohamed, der versucht es hier mal mit diesem Schlenzer und der geht dann unten ins Eck, kommt kurz vorher nochmal auf. Und dann ist er drin. 1:0 für Wiedenbrück. Harter Tobak für den SVR, der es hier nochmal versuchte. Aber es geht direkt wieder in die andere Richtung. Konter für Wiedenbrück. Der Ball kommt auf die Außenbahn und wird dann hier ihm nochmal vorgelegt. Das ist Stipe Batarilo-Serdik. Und er macht den Deckel drauf. 2:0 in der Nachspielzeit. Bitter für den SVR. Der Ball hier zu Batarilo-Serdik und dann der SVR chancenlos. 2:0 und das war's dann auch. Der SV Rödinghausen unterliegt dem SC Wiedenbrück mit 2:0 und hat nun in der nächsten Woche beim Nachholspiel in Bonn die Möglichkeit, das hier wieder gut zu machen und wieder 3 Punkte zu holen, um weiterhin oben mit dran zu bleiben.